Willkommen! Es ist Zeit, dass wir wieder einen Part von Let's Play Sudeki spielen. So, wir waren jetzt auf dem Rückweg nach Illumina. Und aus diesem Grund werden wir jetzt uns einfach mal in diesem Part darauf konzentrieren, das Ziel zu erreichen, das Monster jetzt zu bewältigen oder anzukommen. Ich sag gleich noch etwas zu der Lautstärke. Ich habe nämlich jetzt einfach mal ein anderes Mikrofon getestet. Das wurde mir geraten, dass ich mal ein anderes benutze. Ich mag das andere zwar lieber, aber testen kostet ja nichts. Des Weiteren, ja, als Aufnahmeprogramm nehme ich dann weiterhin noch Traps. Da habe ich mich noch nicht dazu entschlossen, dieses Audio City oder wie das heißt, nebenbei zu schalten. Ja, wir müssen uns leider hier durchkämpfen, aber ich bin mir sicher, dass wir es dieses Mal schaffen. Also sprich, in diesem Part nach Illumina zurückkehren können, um Eilish abzuliefern. Ich werde nun einmal die Lautstärke... komme ich da jetzt hin? Ich wollte jetzt nämlich einmal die Lautstärke etwas ändern. Genau da. Ich hatte das gerade hier... Moment, ich hatte das so eingestellt gerade. So wäre ja auch in etwa perfekt. Hat er schon wieder zurückgesetzt. Solch ein Lümmel. Also das mit der Einstellung ist hier leider nicht so schön im Spiel, wie ich es finde. Hier hatten wir schon den Schatz geborgen, meines Wissens. Hier war, glaube ich, soweit noch nichts. Ja, ich habe gestern den ganzen Tag Terra gespielt. Und daher kam ich gerade darauf, dass ich die ganze Zeit F drücken musste, um mit etwas zu interagieren. Ja, die Tasten meiner Tastatur und Maus, also nach Skype-Gesprächen, Feedbacks, beziehungsweise, soll das angeblich nicht mehr so laut sein. Das finde ich relativ gut, weil mich hat das immer ein bisschen gestört, wenn ich spiele, dass dann halt in der Aufnahme das Klicken der Maus sowie die Tastatur etwas extrem laut zu hören war. So, jetzt haben wir hier mal ein paar andere Gegner. Stellen jetzt aber auch nicht wirklich so ein Problem für uns dar. Die Systematik kann man echt sagen, dass das Spiel, wann war das? 2005 bzw. 2006 echt eine schöne Grafik hat. Schon alleine die Schattentextur. Ja, man kann echt nichts meckern so unbedingt. Man hätte das natürlich auch schon zu der Zeit etwas besser machen können. Aber wie ich finde, hat es irgendwie schon ein paar schöne Aspekte. Also ich glaube, hier war noch irgendwie mal was versteckt. Vielleicht bilde ich mir das gerade auch nur ein. Ich gehe jetzt hier trotzdem... Da, ich sagte doch, hier ist was versteckt. So. Ich öffne dann die Truhe da einmal. Hier liegt Kairisto-Motiv von Eilish Großmund. Okay, begraben. Ihre letzten Worte sind eingraviert. Nur eine wahre Erbe meines Throns, die das zweite Gesicht besitzt, soll meine Kugel erhalten. Okay, also das wird vermutlich diese Statue jetzt gewesen sein, die sie eigentlich gar nicht haben wollen. Ach, hier kann man es öffnen. So, Kugel der Macht mitgenommen. Die bekommt dann später wieder Tal, weil der ja sowieso viel zu wenig FP hatte. Ich gebe ihm die gleich mal schon. So, das finden wir unter Items, war das doch, oder so. Gegenstände, genau. So. Kugel der Energie, die geben wir Tal. Und Kugel der Macht ebenso. Wie gesagt, dazu kommen wir dann später, warum ich ihm jetzt alles gebe. So. Dann müsste da vorne gleich der nächste Kampf wieder sein. Das kennen wir ja alles hier schon. Tal hat jetzt gerade nicht so wirklich viel LP. Ich gehe aber davon aus, dass er den nächsten Kampf noch überlebt. Ah, da kommt er. So. Ah, hier ist auch noch so ein Teil hier. Oh, ich habe schon wieder F gedrückt. Tut mir leid. So. Tal, dann wollen wir weiter zurück nach Illumina. Ja, hier müsste der nächste Kampf sein.
Ja, das mit den Kämpfen ist ein bisschen ätzend, meiner Meinung nach. Weil man sie einfach nicht wirklich abbrechen kann. Man kann nicht fliegen, man muss diese Kämpfe halt machen. Das ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Das Spiel wird ja auch so daran angepasst sein, dass wenn du alle Kämpfe gemacht hast, dann auch irgendwie durchkommen kannst mit ein bisschen, ich sag das jetzt mal, Skill. Aber ich finde die Kämpfe halt ein bisschen ätzend, dass man hier halt nicht wirklich fliehen kann. Man hat zum Beispiel jetzt gerade eilig und keine Lust. Da wäre jetzt nämlich das Safe-Stand. Den werden wir jetzt weglassen. Darauf habe ich gerade auch nicht so wirklich Interesse. So. Und dazu kennen wir ja auch später. Das kennen wir ja auch schon. Ne, kennen wir doch, oder? Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Okay. Oh, hier geht es schon wieder los. Sind denn die großen da? Nur sind da. Ja. Ich finde, läuft das jetzt gerade ziemlich gut. Karl sollte sich doch langsam mal heilen. Das werden wir dann auch gleich mal machen. So. Das hätten wir dann auch schon geschafft. Was war denn jetzt mit dieser Hütte hier? Da konnte man nicht reingesperrt. Schade. Wir hatten dann auch nochmal in der Stadt eine Quest offen mit der roten Tür. Die machen wir auch noch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das in diesem Part schaffen. Hier sieht man, hier ist auch noch etwas. Wir entzaubern das Ganze hier einmal. Sehen dann, dass es hier runter geht. Und finden dann da unten bestimmt was ganz Feines. Ja, eine Truhe. So, öffnen wir die mal. Ja, Geschenke, ein Adlertotem. Das könnten wir dann abgeben, sobald wir irgendwie wieder mal da vorbeikommen. Ich bin gerade schon am Überlegen, wann das wäre. Leider ist in meiner Erinnerung das so, dass das eine ganze Weile dauert. Okay, wir gehen erstmal weiter, würde ich sagen. Wir behalten das aber im Kopf. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir ein Totem von Olivites haben. Wir quatschen einfach nochmal damit. Ach, Olivites, Cariston Lupus. Also haben wir scheinbar keins, da wieder derselbe Dialog kam. So, das wird wohl ein Händler sein. Ambos, Leder- und Fellhändler für die Hinterlande. Was für ein Leder könnt ihr mir anbieten? So, da wollen wir doch auch mal ein bisschen was handeln. Der Pelz oder der Schuppen? Handelt ihr mit Edelsteinen? Ja, da können wir mal fragen. Wirklich. Solltet ihr mal Juwelen tauschen wollen, dann geht zum Mandrik. Er hat mehr Geld als Verstand. Okay. Sucht ihr eher Pelze oder eher Schuppen? Oh, ich bin ganz verrückt nach Fischhaut. Also Schuppen. So, ich möchte handeln. Dann verkaufen wir doch mal ein bisschen. Also das haben wir alles. Verstehe ich das richtig? Okay. Warte, nee, das ist kaufen. Ich möchte nochmal verkaufen. Haben wir jetzt vielleicht geklickt, dass wir was kaufen möchten? Ich möchte handeln. Ist doch richtig, oder nicht? Wie habe ich hier gerade irgendwie... Hier steht ja auch gar keine Anzahl, wie viele wir theoretisch davon hätten. Nee, hier steht ja verkaufen. Ja, wir möchten den gern verkaufen. Den ebenso. Was haben wir davon mehr? Oh ja, so, Klebspinnenröhren können wir auch verkaufen, Moskito-Saugstachel, ja, locker, Wordlord, Edelstein, dieser rubinrote Herzstein eines mächtigen Wordlords ist bei Juwelieren sehr begehrt, ja gut, also ihn lassen wir dann lieber, das machen wir dann besser woanders, weil er uns selbst sagte, dass er Edelsteine nicht gut bezahlen kann. Ja, das können wir verkaufen. Ich denke mal, das reicht dann auch. Best verkaufen wir irgendwann anders mal oder behalten ihn, je nachdem. Wir haben jetzt auch wirklich genug Gold. Ich glaube, die Währung war Gold. Gut, bei dem Altar waren wir. So, nach links ging das jetzt nicht.
wollte jetzt einfach nur noch mal gucken, was hier war. Und da ist der nächste Safe-Punkt. Ich bin gerade am überlegen, ob wir den benutzen. Nein, wir haben noch die Hälfte der Zeit. Wir werden jetzt hier erstmal einen Kampf machen. Ich glaube, dieser Kampf war jetzt gar nicht mal so schwach. Es kann auch sein, dass ich das total überschätze gerade. Werden wir doch gleich mal sehen. Also, wie gesagt, ich finde Eilish Ego-Shooter-Modus ziemlich schön. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist ein bisschen buggy. Manchmal hier sowas zum Beispiel, dann ist auf einmal die Maus oben oder unten und man kann einfach nichts mehr machen, großartig. In die Mitte zu kriegen ist dann wieder ziemlich schwer, also man kann eigentlich nur nach links und rechts steuern. Macht aber Spaß, das muss man schon sagen. Mehr als Tal kann man nicht sagen. Tal hat auch schöne Fähigkeiten, die besonders in MMOs halt zur Geltung kämen. Das fehlt den meisten MMOs, dass du die ganzen Fähigkeiten über die Maus steuern kannst. Fertigkeitssalbe war, glaube ich, für MP. Gut, dann achten wir einfach mal drauf. Gab es jetzt... Hier war schon mal eine Waffe drin, ne? Dann ist jetzt bestimmt hier gesperrt oder so. Ne, hier ist geöffnet. Hier ist eine Tor, die wir aufmachen. Ich gucke jetzt einfach mal rein, ob da noch was drin ist, was wir brauchen könnten. Ich bin mir jetzt hier nicht so sicher. Vielleicht ist hier ja auch irgendwas zum Entzaubern. Drei kleine Enten schaukeln auf und ab. Ein schönes heißes Bad wäre jetzt genau das Richtige nach so vielen Abenteuern. Okay. Ja, hier konnten wir noch nach rechts. Genau. Oh, hier ist auch noch eine Truhe. So, öffnen wir die mal und stellen fest, dort ist eine Waffe für Tal. Tatsache, dann hatten wir das wohl schon vergessen, oder? Ah, nee. Ich glaube, das war jetzt der erste Moment, wo wir sie holen konnten. Also, wir haben jetzt eine neue Waffe für Tal, die werden wir ihm gleich mal ausrüsten. Wir sollten auch mal die Fähigkeiten benutzen, das werden wir auch. So, Waffen. Also, sie hat zwei Stück, das sollte man vielleicht erwähnen. Ich habe die jetzt noch nie gewechselt, weil ich gerade auch gar nicht weiß, wie das geht. Ich glaube, das könnte Mausrad drehen sein zum Beispiel. Dazu werden wir dann auch gleich kommen. So, hier, das macht auf jeden Fall weniger Schaden. Also Stärke hat weniger, mehr Entscheiden und hat natürlich Vergiftung. Daher nehmen wir das neue einfach jetzt mal, das Mukins Ende. Ich bin da ein bisschen unschlüssig, was man... Nee, wir bleiben bei dem Mojo. Das ist okay so. Ich finde Stärke jetzt ein bisschen wichtiger. Besonders zu Beginn. Also... War dieser Weg jetzt hier nicht unbedingt notwendig, aber damit wir da noch ein bisschen mehr gemacht haben in dem Spiel, ist das natürlich sinnvoll gewesen. So, wir gehen jetzt weiter. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht hier schon wieder kämpfen. Sieht glücklicherweise so aus, als könnten wir hier so durch. Machen jetzt hier einmal das Türchen auf. Und werden dann bald... Also jetzt sind wir ja auf der Straße von Illumina. Also wenn noch überhaupt Kämpfe kommen, und die kommen, dann hier... überprüfen. Warum? Die Straße ist gesperrt, da sie im weiteren Verlauf vom Feind gehalten wird. Sucht einen anderen Weg. Okay. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wohin die Straße geführt hätte. So, wie man sieht, landen wir wieder im Kampf. Wie das von Sudeep hier auch ziemlich üblich ist, dass wir immer im Kampf landen. Oh ja, ich glaube, hier waren echt noch ein paar harte Gegner am Ende der Straße. Dazu sehen wir dann aber auch gleich noch mal genauer. Wir machen immer so ein Schild an. Ich glaube, das war... Das können wir auch machen. Das war... Oh Gott, was war das? Dann müssten wir mal zu Tal gleich switchen, dann könnten wir uns das einmal angucken. Ich werde jetzt mal hier zu Tal switchen. So, ich glaube, das war... Das war doch... Okay. Okay, ich habe es irgendwie völlig falsch... Okay, es war Leertaste. Oh Gott, es gab auch noch eine Fähigkeit, AOE zu machen. R, genau, R war das. Die kann nämlich Eilish auch. Wir können uns das einmal ansehen. Dann machen wir so einen... So eine schöne... Die Stick, die können wir echt mal benutzen, weil die ist gar nicht so schlecht. Das mit der Waffe wechseln, ich
drehe jetzt mal das Mausrad. Ja, das funktioniert hier auch. So ein kleiner Elektroschocker, das braucht man halt immer gerne mit sich rumschleppen. Ja, das war jetzt ja irgendwie nicht sehr effektiv. Das Portal macht das da schön. Ich habe gerade mal aus einer LP geschaut. Die sehen sehr positiv für uns aus. So. Hinter uns ist auch nichts. Vor uns sind leider noch welche. Ja, also es sind schon ein paar viele, aber nicht wirklich eine Herausforderung für uns. Ja, Fertigkeitssalbe, heilende Salbe. Oh, da sind schon wieder welche. Tal ist auch schon wieder voll im Kampf. Ja, jetzt werden wir einfach mal Kugel nutzen. Feuerkugel. Genau. Ja, toll. Toll. Mit der Büsche gerade mal ein. Naja, egal. War auf jeden Fall lustig, dass wir es mal gemacht haben. Ich finde, wenn Eilish ihre Zweitwaffe benutzt, sollte man genauso wie bei Tal rauszoomen. Das fände ich einfach sinnvoller. Aber es bringt natürlich auch so ein bisschen Abwechslung, wenn man das gerade nicht machen kann. Ja, so ihr seht, das mit der Maus hier ist nicht gerade so die beste Lösung. So, da sehen wir schon, weswegen wir die Feuerkugel da auch nochmal gleich brauchen könnten. Eigentlich wollte ich jetzt... Ja, bitte halt nicht. Na komm, na komm. Ich würde gerne die beiden gleichzeitig erwischen. So. Feuerkugel. Damit müsste ich die beiden jetzt treffen. Brennt in der Hölle, ihr Teufel! Ist da nur noch einer, oder... sehe ich das falsch? Ich sehe nämlich nur noch einen. Ja, der ist auch so gut wie tot. Das sieht man doch gerne. Auch wenn wir ihm nicht gerade viel Schaden hinzufügen, aber er ist tot. Ja, also es war jetzt nicht wirklich hart. Ich hatte das jetzt härter in Erinnerung. Aber durch das Teamplay Metall haben wir das locker geschafft. Achso, das war Laden. Ah ja, okay. Ich dachte, da kommt jetzt eine Videosequenz. Das Laden ging etwas zu schnell, um das zu begreifen. So, dann sind wir auch schon da. Wir können jetzt einmal mit den Wachen hier reden. Wache. Okay, scheinbar können wir nicht mit den Wachen hier reden. Die Tür ist ebenso gesperrt. Ich schaue mich jetzt hier einfach mal um. Und die Tür ist ebenso gesperrt. Aber wollen wir doch jetzt erstmal wieder in die Stadt rein. So, da sind wir auch schon wieder. Kontrollposten der Burg. Wir sind wieder ein paar Sachen zum kaputt machen. Die haben wir zwar schon kaputt gemacht, aber wie ihr seht, schmeißen die Leute genau dann nochmal die Sachen rein, wenn wir wieder weg sind. Die klauen wir uns natürlich jetzt ganz böse, so wie wir sind. Eilish, die Diebin, hat kein Geld. Sie braucht neue Kleidung. Warum liegt denn da jetzt? Okay, okay. Das war jetzt irgendwie ein bisschen eigenartig. 105... Ach nee, da war gar nichts drin, ne? Genau. Dann nehme ich es doch nochmal zurück. Moment. So, sorry, das war kurz der Wecker. Das Lichtimperium erstreckt sich von Transentia im Norden bis Chadanimo im Süden. Es macht mich stolz, dieses schöne Land zu beschützen. Ja, Chadanimo ist halt... Ach, das kennen wir ja eigentlich schon, Chadanimo. Und Transentia ist dann halt die Stadt von Elko. Dazu kommen wir dann aber auch alle später, wenn wir das alles wieder sehen. Das wird noch eine ganze Weile dauern, aber ich glaube, Chadanimo wird gar nicht mehr so weit entfernt sein. So, wir kehren jetzt am besten... Auftrag erfüllt. Tja, da sind wir wieder. Endlich daheim. Und schau mal. Sieht so aus, als wären sie fertig mit Elkos Turm.
Wow, Elko wird begeistert sein. Beinahe ein Grund, mal einen Tag zu entspannen. Lass das bloß nicht Tilly hören. Sie wäre zu geschockt. Es scheint, er liebt seine Arbeit wirklich sehr. Stimmt's? Ja. Er ist regelrecht besessen. Ich denke, deshalb kommt er so klar mit Mutter. Oh ja, deine Mutter. Meine Herrin. Wir sollten uns besser beeilen, was? Eilish, ich will nicht sagen, du sollst losgehen und kämpfen, aber danke, es war... Es war toll, stimmt's? Ja, ja! Jetzt, sofort! Eilish, Tal, wie schön, dass ihr mit dabei sein könnt. Wir schalten ihn ein. Schaut, schaut nur nach oben. Ja, kraftvoll, wunderbar. Fantastisch! Das ist eine reife Leistung, Elko. Ich hoffe, du gönnst dir jetzt mal etwas Zeit zum Ausruhen, hä? Zum Ausruhen habe ich keine Zeit, fürchte ich. Es gibt noch viel für mich zu tun. Ich brauche noch mehr Kristalle. Und ich weiß jetzt auch, wo noch einer ist. Oh, irgendetwas ist falsch. Der Wärmeregler. Verdammt nochmal. Den muss ich ja noch aktivieren. Tal, ich erkläre es dir später. Ich reise nach Shadanimo. Shadanimo. Wie kommt es eigentlich, dass Elko so viel redet und doch nie etwas erklärt? Tja, Erklärungen erwartet man jetzt wohl auch von uns. Da hast du wohl recht. Tal. Danke. Ja, so, wir sind zurück. Haben gerade die schöne Videosequenz gesehen und wie man sieht, sind wir wieder alleine. Diesen Raum werden wir uns auch beim nächsten Mal anschauen. Wir beenden nämlich jetzt hier... Wir können hier gar nicht den Part beenden. Wieso vergesse ich das hier erstmal? Und zwar, wir schauen uns diesen Raum nächstes Mal nochmal an. Wir kehren jetzt erstmal wieder raus. General Arlo wartet im Übungsbereich auf dich. Er schien recht aufgebracht zu sein. Ich würde ihn an deiner Stelle nicht warten lassen. Habe verstanden, aber jetzt geht's erstmal speichern und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Wir haben uns jetzt hier die Ecke gemerkt, wo sein Zimmer so gesehen ist und das schauen wir uns dann alles später einmal nochmal in Ruhe an, wenn wir wieder etwas mehr Zeit haben. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Sudeki.